Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Trailergemeinde, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie hier ganz herzlich zum Webinar Salomons Marktausblick. Mein Name ist Stefan Salomon und wie immer jeden Montag und am Mittwoch um 9 Uhr schauen wir uns den deutschen Aktienindex, Dow Jones, Devisen, Gold, Öl etc. an. Und zuvor aber wie immer ein kurzer Blick auf den Interessenkonflikt und Risikohinweis. Haftungsausschluss bitte ich also hier zu beachten. Was macht der Markt? Der Markt ist deutlich schwächer jetzt in die Woche gestartet. Nicht weiter verwunderlich. Wir hatten am Wochenende in Peking neue Corona-Fälle. Das heißt, auf einem dortigen Großmarkt, Lebensmittelgroßmarkt, sind also oder den man als Ursprung vermutet, mal wieder neue Fälle aufgetreten. Und das hat hier ein wenig zu Ängsten geführt, dass wir ja eine zweite Corona-Welle bekommen. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir so im Bereich 11.600 Punkten durchaus auch eine Unterstützung haben. Das heißt, wir haben also hier, wenn wir uns das mal anschauen, hier in den Stundenkerzen, wenn wir hier im Prinzip schon mal in diesem Bereich um die 11.600, 11.500 paar zerquetschte, haben wir also ein paar Tiefs gesehen hier in den Stundenkerzen. Da haben wir jetzt erst einmal Unterstützung und wir werden sicherlich auch immer mal wieder so kleine Erholungen sehen. Nach dem Motto, so schlimm wird es vielleicht diesmal nicht werden und China hat das im Griff und das ist eventuell nur regional beschränkt. Auf der anderen Seite dürften solche Erholungen dann von den Pessimisten auch eher wieder genutzt werden, um hier letztendlich den Markt auch wieder zu verkaufen. Und charttechnisch sieht das Ganze so aus, dass wir im Prinzip hier einen neuen Abwärtstrend haben. Und solange natürlich dieser Abwärtstrend intakt ist, wäre es eher so, dass man halt innerhalb des Abwärtstrends auch mit einem wieder negativen Supertrendindikator zum Beispiel eher die Erholungen verkaufen sollte, beziehungsweise auf Verkaufssignale achten darf. Das heißt, wir haben hier eine zu Beginn hier jetzt eine längere negative Kerze. Das heißt also bis etwa 11.790, 11.800 innerhalb des Abwärtstrends kann man auf Verkaufssignale achten. Und auf der anderen Seite sollten wir jetzt hier doch ein neues Tief sehen, also die 11.600er Marke dann doch etwas stärker unterschreiten und dann letztendlich auch hier dieses kleine Unterstützungsniveau, das Tief hier bei 11.513 nach unten dann verlassen, dann wäre die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals das entsprechende Kursziel. In der letzten Zeit ist Börse eigentlich nicht ganz so schwierig. Wir hatten hier gesehen in den Stundenkerzen eine Range mit Ausbruch nach oben, Bildung Aufwärtstrend, im Aufwärtstrend konnte man hier auf Kaufsignale achten etc. Wenn dann allerdings natürlich einerseits hier die Rückkehrlinie auch nur einmal erreicht wurde, dann kann man die Schwankungsbreite dann auch mal zum Beispiel etwas enger fassen. Dann sieht man, dass wir also hier an dieser Rückkehrlinie mal angestoßen sind und nicht weiter nach oben gelaufen sind. Und wenn dann halt hier solche kurzfristigen Trends auch auf 5-Minuten-Basis oder ein längerer Aufwärtstrendkanal in den Stundenkerzen nach unten verlassen wird, dann ist das entsprechend negativ. Und demzufolge also im Moment immer mit dem Trend und der Trend ist aktuell zumindest abwärts gerichtet. Ob also die Einschätzung richtig ist, dass die Marktteilnehmer das vielleicht so ein bisschen als regionales Event sehen, dass da in Peking halt mehr Corona-Fälle wieder sind, sei mal noch dahingestellt. Sollten wir hier diesen Abwärtstrend knacken und dabei auch die 11.790 nach oben wieder herausnehmen, also über die 11.800er Marke ansteigen, hätten wir zumindest kurzfristig mal hier auch eine Erholungschance, dann entsprechend der Schwankungsbreite des Abwärtstrendkanals hier nach oben abgetragen. Soweit also die sehr, sehr kurzfristige Sicht. Wir schauen uns nochmal das Ganze auf der langfristigen Zeitebene an den Monatskerzen. Wir sehen also, dass wir dann doch hier über dem Hoch dieser langen Märzkerze doch auf deutlichen Widerstand treffen und auf der anderen Seite aber
Ob wir jetzt hier wieder im Sturzflug nach unten laufen, davon gehe ich im Moment nicht aus, weil wir hier zwei längere weiße Monatskerzen haben, die also die ganze Sache noch ein wenig stützen. Kritisch würde es vom übergeordneten Bild natürlich wären, wenn wir hier wieder deutlich unter die 11.000er, unter die runde 11.000er Marke zurückkommen würden. Auch die Wochenkerzen haben wir im Moment zumindest eine leichte Unterstützung hier am Tief dieser ehemals langen weißen positiven Kerze. Das heißt also, sollten wir hier unter die 11.600 dann doch fallen, unter das bisherige Tagestief, dann müsste man halt schon davon ausgehen, dass wir hier weiter zurückkommen. Aber dann haben wir hier doch im Bereich der 11.100, 11.000er Marke doch eine sehr starke Unterstützungszone. Also ob wir hier wieder in Richtung 9.000 oder gar 8.000 Punkte segeln, das ist so im Prinzip nicht unbedingt ableitbar. Nur, was wir natürlich sehen, auch von der letzten Woche mit diesen starken Gewinnmitnahmen, dass wir nach oben jetzt erstmal gedeckelt sind und nach unten hier allerdings durchaus unterstützt. Und hier haben wir nochmal die Tageskerzen. Das heißt, ich hatte darauf in der letzten Woche hingewiesen, dass diese letzten längeren grünen Kerzen, sofern das Tief dieser grünen Kerzen unterschritten werden würde, dass dann diese Kerzen die Interpretation der Euphorie bekommen und dass dann eine gewisse Ernüchterung eintreten dürfte. Die haben wir jetzt, diese Ernüchterung, und demzufolge muss man eher davon ausgehen, dass Erholungen dann eben doch auf Widerstand treffen. Also selbst wenn wir halt hier wieder über die 11.900 ansteigen, dann haben wir die 200-Tageslinie, die 12.200, diesen Bereich, der mittlere Bereich dieser langen roten Kerze in Verbindung mit der 200-Tageslinie. Da haben wir also deutlichen Widerstand. Und im Worst-Case-Szenario passiert jetzt Folgendes, dass wir vielleicht auch nach leichten Erholungen, dass die grundsätzlich abverkauft werden und wenn eben die entsprechenden Tiefs geschnitten werden, auch in den Stundenkerzen, wir also neue Verkaufssignale sehen, dass wir dann letztendlich nach diesem Fehlausbruch, nach dieser kleinen Euphoriephase hier aus dem Aufwärtstrendkanal, dass wir weiter nach unten driften und dass wir dann eben zumindest die 11.000er Marke nochmals testen, also aus Sicht der Tageskerzen ein durchaus mögliches Szenario. Und deswegen gilt eben auch grundsätzlich, solange wir hier in den Stundenkerzen keinen neuen Aufwärtstrend haben und weiter im Abwärtstrend verlaufen, dass man dann also hier eher versuchen sollte, die Erholungen eben zu verkaufen, auch solange der Supertrendindikator abwärts gerichtet ist und demzufolge also das Risiko nach unten noch durchaus gegeben ist, gerade wenn wir halt dann doch neue Tiefs bekommen. Aber wie schon anfangs erwähnt, also leichte Erholungen werden wir sicherlich auch immer mal wieder sehen. Wir blicken einmal über den großen Teich der Dow Jones. Auch hier haben wir im Prinzip sehr schön, dass wir in diesen Aufwärtstrendkanälen an die Rückkehrlinie gelaufen sind. Hier ein Abprall. Wir sind unter das Tief dieser letzten weißen Kerze, längeren weißen Kerze gerutscht. Das war also dann in der letzten Woche schon entsprechend negativ. So, und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, ob dieser längere Aufwärtstrend auch nach unten verlassen wird. Und dann hätten wir eben dieses negative Szenario, was wir auch im DAX sehen könnten, dass wir eben hier diese Aufwärtsbewegung weiter nach unten herausnehmen. Das heißt also, dass wir hier ein Bruch dieses Aufwärtstrends wäre dann natürlich entsprechend negativ. Und hier in den Stundenkerzen haben wir es natürlich auch gesehen. Wir hatten hier unseren Aufwärtstrend in den Stundenkerzen. Und auch hier so eine gewisse kleine Euphoriephase, Rebreak in den Trend, lauter größtenteils schwarze Kerzen, negative Kerzen. Und dann haben wir diesen Ausbruch nach unten gesehen, sehr schönes Verkaufssignal, weil man dann die Schwankungsbreite des Trendkanals hier nochmal nach unten abtragen konnte. Also im Prinzip aber das ist Vergangenheit. Jetzt haben wir hier eine neue Abwärtsbewegung und wir haben natürlich mit einem neuen Tief auch hier jetzt einen neuen Abwärtstrendkanal, ebenso wie im deutschen Aktienindex, und dessen Rückkehrlinie stellt naturgegeben natürlich das Kursziel dar. Auf der anderen Seite haben wir also hier jetzt eine gewisse Unterstützungszone, also die jüngsten Tops hier, zumindest aus Sicht der Stundenkerzen in diesem Bereich. Da haben wir eine gewisse Unterstützung. Das heißt, auch hier wäre jetzt so eine kleine Erholung durchaus machbar, aber solange der
Abwärtstrend intakt ist, muss man ganz einfach sagen. Auch Supertrendindikator ist wieder auf negativ gepolt. Also kann man zum Beispiel auch sagen, solange einerseits der Abwärtstrend intakt ist und solange das Hoch dieser jüngsten längeren schwarzen Kerze hier nicht zurückerobert wird und damit die Runde 25.000er Marke, ist das Ganze eher noch negativ zu sehen. Also sind Erholungen hier grundsätzlich erstmal noch auf Verkaufssignale zu beobachten, und sei es nur, dass wenn wir jetzt hier vielleicht so eine kleine Erholung sehen, dann so ein Intraday-Aufwärtstrend auf 5-Minuten-Basis dann nach unten verlassen wird, dass wir dann nochmal auf das Tagestief wetten. Und sollte das nach unten verlassen werden, dann wäre es halt weiter entsprechend negativ. Und sollten wir aber die Runde 25.000, 25.050 in Verbindung dann auch mit dem Abwärtstrend nach oben knacken, wäre das entsprechend wieder positiv. Also man muss gar nicht so viel nachdenken, warum, wieso, weshalb irgendwas steigt oder fällt, sondern letztendlich nur dem Markt folgen. Und dann schauen wir uns bei der Gelegenheit aber auch noch den S&P 500 ganz kurz an als Breitenmarkt. Hier haben wir nochmal die Tageskerzen und da sehen wir natürlich, dass so ein Aufwärtstrend hier ebenfalls jetzt verlassen wurde und diese sehr, sehr lange rote Kerze, die ganz einfach länger ist als fast alle grünen Kerzen in dieser Erholungsbewegung, dass das schon für einen gewissen Stimmungsumschwung anzeigt. Und demzufolge also auch hier gilt, wir haben jetzt eine gewisse Unterstützung, also auch eine leichte Erholung hier ausgehend vom aktuellen Niveau, ist durchaus mit einzuplanen, aber letztendlich gilt das genauso wie im deutschen Aktienindex oder halt im Dow Jones, dass sollten wir hier diese Abwärtsbewegung, diesen Abwärtstrend, den wir hier natürlich auch konstruieren können. Solange wir den also nicht verlassen, sind Erholungen erst einmal hier auf Verkaufssignale zu beobachten, auf Verkaufssignale zu achten. Und dafür bietet sich dann wiederum entweder der mittlere Bereich oder das Top einer langen negativen Kerze an. Das heißt also in dem Falle knapp vor der runden 3000er Marke bei 2980, 85, 90. Hier kann man also dann nochmal schauen, ob so ein Intraday-Erholungstrend wieder auf Widerstand trifft, verkauft wird, gebrochen wird. Dann kann man hier nochmal versuchen, auf die jüngsten Tiefs zu testen, und sollten wir gar keine große Erholung bekommen, sondern weitere Tiefs sehen, dann müssten wir eigentlich hier an die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals nach unten laufen. Soweit erstmal die gewisse Einschätzung hier zu den Aktienmärkten. Also leichte Erholungen sind durchaus einzuplanen, sind durchaus machbar. Solange aber die Abwärtstrends intakt sind, sind die Erholungen dann eher auf Verkaufssignale zu beobachten. Kommen wir zum Rohstoffmarkt und da kommen wir zum Gold. Und Gold ist so ein bisschen im Moment die Geschichte, dass wir hier einen Abwärtstrendkanal in den Stundenkerzen haben oder hatten mit Ausbruch nach oben. Wir haben hier auch so einen kurzfristigen Aufwärtstrend nach oben. Den haben wir jetzt ein bisschen nach unten verlassen. Wir testen die 1720. Und gerade wenn man sich das hier auf Tagesbasis anschaut, dann muss man ganz einfach sehen, also wir hatten hier auch so einen kurzen Abwärtstrend in den Tageskerzen wiederum. Den werden wir aber jetzt mal der Übersichtlichkeit halber nochmal löschen. Was wir sehen, ist ja eine längerfristige Aufwärtsbewegung und dass der Goldpreis in Krisenzeiten doch durchaus immer noch gekauft wurde bis hier auf den März. Da mussten dann halt die großen Jungs Kapitalbedarf, mussten Positionen liquidieren, und dadurch kam so in der Finanzkrise ähnlich hier so ein kurzer Abmarsch nach unten. Aber diese Bärenfalle mit diesem Fehlausbruch nach unten, die spricht eher noch dafür, dass wir halt hier die Chance nach oben haben. Nur wenn ein Markt sich eigentlich nicht so verhält, wie man es von ihm erwarten könnte, in dem Falle, dass der Goldpreis also hier weiter hochklettert, an die 1750 nochmal testet, in Verbindung halt jetzt hier auch zum Wochenstart mit einer schwächeren Tendenz an den Aktienmärkten, dann ist das immer so ein kleines Warnsignal. Das heißt also, sollten wir hier zum Beispiel unter das Tief dieser letzten grünen Kerze rutschen bei 1708 Dollar, dann müsste man eher davon ausgehen, dass wir innerhalb der Range weiter nach unten driften, dass wir die 1700 testen, 1692 ist dann auch noch so eine Marke,
aus Sicht der Stundenkerzen zum Beispiel. Also sollten wir hier unter das Tief dieser grünen Tageskerze rutschen, dann ist eher davon auszugehen, dass der Goldpreis entgegen ja der allgemeinen Markterwartung, Krisenmetall etc. hier wieder zurückkommt. Und dann muss man eben sagen, okay, wenn wir halt hier nochmal die Unterkante dieser Range testen und auch den Aufwärtstrend testen, dann steigt natürlich mit dem vierten, fünften Test so einer Unterstützung einer Aufwärtstrendlinie dann auch das Risiko an, dass hier eine gewisse Enttäuschung der Bullen stattfindet, dass die also darauf gesetzt haben, dass der Goldpreis eher hier weiter nach oben läuft. Und dann sehen wir hier etwas schwächere Kurse. Das ist aber noch nicht der Fall. Das heißt also, hier runter würde es negativ werden. Und auf der anderen Seite sollten wir natürlich jetzt hier dann doch über die 1750 ansteigen können. Dann hätten wir die Chance, dass wir hier also diese Bandbreite der Range letztendlich weiter nach oben spielen können. Das wäre dann das erste Kursziel und das zweite Kursziel wäre dann tatsächlich auch die Rückkehrlinie dieses Aufwärtstrendkanals. Also auch wenn wir hier die Monatskerzen uns nochmal anschauen, dann ist das durchaus noch machbar. Und das heißt also, sollten wir hier nach oben und durch starten, hätten wir aus Sicht der langfristigen Zeitebenen der Monatskerzen im Gold hier durchaus sogar die Chance, Richtung 2000 etc. zu laufen. Es gibt so in den US-Medien oder halt es gibt so verschiedene Internetseiten, wo dann halt die Goldjünger sich versammeln und da gibt es auch Kursziele bei 4850. Also die positive Momentum ist durchaus noch da, nur man sollte eben nur handeln, was man sieht. Und im Moment sehen wir hier, dass der Goldpreis sich zwar stabil hält, aber das Signal nach oben, das fehlt im Moment noch ein wenig. So, dann kommen wir natürlich zu den Ölpreisen. Die Ölpreise sind zurückgekommen. Wir haben eigentlich positive Daten auch von der OPEC Plus gesehen, dass also entsprechende Bemühungen da sind. Aber was wir halt jetzt auch sehen, ist wieder die Angst vor einer Rezession. Auch gerade halt, wenn der US-Notenbankchef sagt, also es braucht seine Zeit, es wird länger dauern, wir sind vorsichtig und die nächsten 2 Jahre keine Zinserhöhung. Das hat im Prinzip dazu geführt, dass wir hier nach diesem Dark Cloud Cover, also grüne Kerze, weiße Kerze, dringt in die grüne Kerze stark ein. Und dann, wenn so ein Tief eines Dark Cloud Cover unterschritten wird, in Verbindung mit einem Break eines Aufwärtstrends, hat sich hier die Stimmung weiter gedreht. Jetzt ist es interessant natürlich, dass wir an einer Unterstützung angekommen sind. Das heißt also, hier hatten wir im Prinzip Widerstand. Das ist jetzt Unterstützung. Ich würde eher davon ausgehen, dass wir jetzt so ein bisschen hier um dieses Niveau pendeln, weil wir natürlich hier eine Range hatten und wir sind jetzt an der Oberkante dieser Range angekommen. Da müsste man eher davon ausgehen, dass wir also da doch eine gewisse Unterstützung haben, dass aber Erholungen wiederum im Bereich 39, 40 Dollar auf Widerstand treffen. Und sollten wir hier in diese Range stärker zurückkehren, also auch unter die 37 Dollar fallen, dann ist das Risiko vorhanden, dass eben diese Abwärtsbewegung sich weiter fortsetzt. Also auch wenn wir hier die Schwankungsbreite des verlassenen Aufwärtstrendkanals nach unten abtragen, hätten wir weiteres Abwärtspotenzial. Und demzufolge würde ich also hier jetzt an der Unterstützung nicht unbedingt eine Long-Position versuchen, sondern Erholungen Richtung 39, 40 dürften auf Widerstand treffen. Da kann man dann nochmal schauen, ob man halt hier nochmal raufbrezelt, dass wir hier nochmal die 37 dann nochmal testen und darunter würde es dann dementsprechend halt hier negativ werden. Ja, und deutlich positiv würde es werden, wenn wir wieder über die 40 Dollar per Tage Schlusskurs ansteigen, sehe ich aber im Moment hier noch nicht. Devisenmarkt ist natürlich auch interessant. Wir haben Dollar, japanischer Yen, Schweizer Franken gelten als nach wie vor als Reservewährung, als Währung auch in unsicheren Zeiten. Demzufolge haben wir also jetzt hier so ein bisschen die Gegenbewegung. Nach diesem starken Anstieg, wir haben ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tageshöchstkurse in fast ununterbrochener Abfolge. Dann kam so eine kleine Verschnaufpause, nochmal ein neues Hoch. Also das ist ein überkaufter Zustand. Schauen wir uns das hier mal im Februar an. Da hatten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 Kurse sogar nach oben. Also das ist laut Candlesticks eine starke Anspannung nach oben. Und auf der anderen Seite haben wir hier auch so eine, ja, fast wie so ein doppeltes Hoch. Also wir haben jetzt so eine kleine Gipfelbildung, die aber eher spruchreif werden würde, wenn wir halt hier auch unter die 1,12 wieder fallen würden, unter 1,1195, 90, weil dann würden wir hier das Tief dieser letzten langen weißen Kerze nach unten knacken. Das wäre dann im Prinzip ein negatives Signal und man müsste dann hier davon ausgehen, dass die Schwankungsbreite dieser letzten Range, wenn man das so will, als unvollkommene M-Formation auch wieder nach unten verlassen wird und wir dann dementsprechend hier entsprechende Kursziele nach unten bekommen. Also sollten wir hier deutlicher unter die 1,12 rutschen, unter 1,11 auch, dann hätten wir hier eher die Aussicht, dass der Euro hier wieder deutlich nachgeben dürfte. Ansonsten nach oben noch gedeckelt, nach unten aktuell halt hier noch unterstützt. Also hier würde ich eher eine Verschnaufpause annehmen. Erholungen dürften hier im Bereich schwarze Kerze, doch letzte schwarze Kerze, eher auf Widerstand treffen. Wir sehen das hier auch in den Stundenkerzen. So ein Aufwärtstrend ist eher mal kurz seitwärts, abwärts verlassen worden. Abwärtsziel ist hier nicht erreicht worden. Kam ein Hammer, weiße Kerze konnte wieder ein bisschen ansteigen. Jetzt haben wir im Prinzip hier in den Stundenkerzen einen neuen Abwärtstrendkanal. Und auch hier gilt, solange der natürlich intakt ist und wir hier nicht eine deutliche Erholung sehen, auch bei Stundenschlusskurs, gerade bei einem neuen Tief wäre es so, dass eben dann die Rückkehrlinie des Abwärtstrendkanals noch das Kursziel darstellen würde. Dann bei den anderen Devisen haben wir es ganz einfach so, dass wir, ups, das war jetzt der falsche Arbeitsbereich. Dann nehmen wir noch den hier. Dass der Dollar doch wieder deutlich zugewinnen konnte. Aber es ist auch kein, ja, durchaus verständlich. Wir haben halt den australischen Dollar zum US-Dollar. Und wenn so eine Range da ist, die einmal, zweimal nach oben verlassen ist, dann haben Sie eben hier Ihr Kursziel nach oben und können da auch vielleicht nach dem zweiten, dritten Versuch, kommen Sie da in den Trend hinein. Nächstes Ziel war die Widerstandszone. Da sind wir dann mit einer schwarzen Kerze, grüne Kerze mit Docht erstmal nach unten abgeprallt. Jetzt muss man sagen, dass wir also hier in diesem Bereich im Prinzip schon die nächste Unterstützung haben. Also ob wir hier deutlich wieder nach unten kacheln, ist so aus diesem Bild nicht unbedingt abzuleiten. Wir haben ja auch kein wirklich schönes Kursziel, was man ableiten könnte. Man kann jetzt hier noch sagen, okay, wir haben ja hier noch einen Aufwärtstrend, also muss man schauen, auch sehr schön abgeprallt im Prinzip Widerstand in Verbindung mit der Rückkehrlinie des Aufwärtstrendkanals. Das heißt also, wir haben hier Unterstützung, sollte die natürlich von nach unten verlassen werden, hätten wir hier weiteres Abwärtspotenzial. Nach oben sind wir aber noch gedeckelt. Das heißt also, wir könnten hier jetzt auch erstmal so eine Phase sehen, wie wir es hier in diesem Bereich hatten, dass wir also jetzt mal eine Erholung sehen, die wieder abverkauft wird, dann treffen wir wieder auf Unterstützung. Dann laufen wir wieder ein Stück nach oben, dann bildet sich hier ein Range, ein Dreieck oder irgendwas in der Richtung und dann kriegen wir ein neues Richtungssignal, wenn dann so eine Formation nach oben oder unten verlassen wird. Aktuell würde ich halt sagen, okay, wer Short ist, kann hier durchaus abwarten, Stopp ein bisschen enger ziehen und sollten wir hier weiter nach unten laufen, ist das schön, dann haben wir ein neues Verkaufssignal mit Break, Abwärtstrend, aber das ist so nicht prognostizierbar, also die Wahrscheinlichkeit dafür würde ich jetzt nicht unbedingt angeben wollen. Wir haben auch jetzt hier im neuseeländischen Dollar lange rote Kerze. Das heißt also, nach dieser starken Aufwärtsbewegung, Kurs, die ist ja mehr als übertroffen worden, jetzt hier mal eine Verschnaufpause. Grundsätzlich noch mit der roten Kerze besteht ebenso wie im australischen Dollar durchaus noch die Möglichkeit, dass wir hier nach unten fallen. Also neues Tagestief wäre hier eher kritisch zu werten, aber auch das ist nicht unbedingt ganz so eindeutig. Dann US-Dollar, kanadischer Dollar, sehr schönes Verkaufssignal nach dem Dreieck. Dann Kurs nach unten abgearbeitet, hier Unterstützung und da meinte ich in der letzten Woche, man sollte hier auch durchaus mal dann Teilgewinne oder Gewinne mitnehmen. Und bei einem Break des Abwärtstrends könnten wir dann halt eine entsprechende Gegenreaktion sehen. Die ist eben jetzt schon gelaufen. Das heißt also, auch wenn man hier die Schwankungsbreite eines Trendkanals jetzt nach oben abtragen würde, kommt man da nicht unbedingt viel weiter.
Wir sind am Supertrend-Indikator. Wir sind am mittleren Bereich dieser langen roten Kerze. Das heißt also, da könnte man jetzt schauen, okay, kriegt man da vielleicht sogar wieder ein Verkaufssignal. Es kommt aber hier beim kanadischen Dollar natürlich darauf an, ob wie bei der norwegischen Krone zum Beispiel, wie die Ölpreise sich gebieren. Das heißt also, sollten die Ölpreise weiterfallen, dann dürften wir hier zum Beispiel auch im kanadischen Dollar eine weitere Schwäche sehen oder halt auch in der norwegischen Krone. Auch hier hatten wir besprochen, Abwärtstrend und ja, Kursziel aus nach Break dieser Range ist hier auch abgearbeitet worden. Also an Kurszielen, gerade an so längerfristigen Kurszielen, wenn man dann so ein paar Tage mit dabei war, dann kann man hier auch auf alle Fälle mal Teilgewinne mitnehmen. So, und jetzt muss man sagen, okay, jetzt kann man hier die Schwankungsbreite dieses Trendkanals nehmen und nach oben abtragen. Und dann sehen wir, dass wir da erst einmal fast das Kursziel nach oben auch wieder erreicht haben. Und wir haben natürlich die Unterkante der ehemaligen Range nochmal jetzt als deutliches Widerstandsniveau. Also auch hier ist die Sachlage so, wer long ist, kann dabei bleiben, noch ein bisschen warten, hier vielleicht Teilgewinne mitnehmen, Aufwärtstrend konstruieren und solange der Aufwärtstrend intakt ist, kann man drin bleiben und eventuell sogar neue Rücksetzer auffangen. Aber die hieraus ableitbaren Kursziele sind jetzt nicht so überragend. Soweit vielleicht der Devisenmarktüberblick. Also auch hier, das sind halt so Sachen, hier dieses Dreieck beim südafrikanischen Rand, wenn das dann nach unten verlassen wird mit Schmackes, mit Dynamik, mit einer langen Kerze, dann bekommen Sie ein sehr schönes Richtungssignal. Genauso jetzt hier, lange grüne Kerze ist länger als die ganzen grünen Kerzen zuvor, ist auch ein Richtungssignal. Das heißt also, man kann hier durchaus schauen, dass man Rücksetzer eher versucht aufzufangen. Aber sollten wir wieder unter die 1690, 1680 fallen, dann hat sich das. Dann dürften wir hier wieder eine neue Schwäche sehen. Und auf der anderen Seite aber jetzt hier ein Kursziel, so wie bei dem Dreieck nach unten, können Sie hier nicht unbedingt ableiten, weil die nach oben abgetragene Schwankungsbreite des Trendkanals lässt also da nur noch Restpotenzial nach oben zu. Leichte Rücksetzer, gehe ich aber davon aus, dürften eher noch aufgefangen werden. So, soweit der Devisenüberblick. Dann haben wir noch den Bitcoin. Bitcoin mit einem kleinen Verkaufssignal. Wir sind aus der Range nach unten herausgefallen. Der Aufwärtstrend ist verlassen worden. Da hätten wir durchaus noch Abwärtspotenzial entsprechend der Schwankungsbreite des nach unten abgetragenen Trendkanals. Das ist natürlich jetzt noch kein Tagesschlusskurs. Auch die Range, wenn wir nur die Range nehmen, dann haben wir hier nicht mehr so wahnsinnig viel Potenzial. Aber also jetzt hier in der Long-Position eingehen an der rund 9000, das kann intraday mal fruchten, dass man dann so eine leichte Erholung mal sieht. Aber von den Tageskerzen ist das eher noch abwärts gerichtet. Ja, und das war's im Prinzip. Wir kommen nochmal ganz kurz zur Wirecard-Aktie. Und da muss man sehen, wir haben jetzt am Donnerstag, am 18.06. kommt der Geschäftsbericht, der Bilanzpressekonferenz, Analystenkonferenz. Wir hatten die Geschichte mit der Anzeige von der BaFin, Durchsuchung in München etc. Das hat die Anleger nicht mehr so vom Hocker gerissen. Ich würde davon ausgehen, dass wir jetzt bis zum Donnerstag hier seitwärts pendeln. Sofern der Markt nicht deutlich einbricht, dann dürfte die Wirecard-Aktie hier eher noch mal ein bisschen zurückkommen. Und das können wir uns dann am Mittwoch natürlich auch noch mal ganz kurz anschauen. Aber ich würde eher davon ausgehen, dass selbst so eine kurze Erholung hier nach oben dann auf massiven Widerstand trifft und abverkauft wird. Und ein neuerlicher Rücksetzer, vor allem eben nach die Vorlage des Geschäftsberichts, sofern Ernst & Young als Wirtschaftsprüfer eben da doch ein Fragezeichen hinter das Testat setzt, dann könnten wir hier eher nochmal die letzten Tiefs sehen und von der Trendanalyse müsste man sogar mit weiter fallenden Kursen rechnen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg in dieser Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Machen Sie es gut. Bis dahin, Ihr Stefan Salomon.